Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play. Ja, super Anfang. Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Direwolf 20. Immer noch ich allein. Ja. So, ich habe mich jetzt mal ein bisschen informiert und ich glaube, ich habe den Fehler gefunden, wo, oder gesagt, das Problem. Ich mache jetzt mal ganz meine Taschen ein bisschen leerer. Ich will ja nicht hier hinten wieder Trevolo an der Hund. Ich frage mich gerade, ob Trivolo überhaupt meine Folgen schaut. Muss ich mal schauen, dass ich den nachher im TS nochmal erwische. Gut. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall. Habe ich mal informiert. Und kann ich jetzt das? Nein, kann ich nicht. Mache ich es mal ganz einfach. Hier kannst du mal despawnen. Bin mal verschwenderisch. Aber das Eisen, das ist teuer. Danke. Alter, hat das gerade wieder geleckt. Irgendwie gefällt mir dieses Gelecke nicht mehr auf dem Server. Also, es hat mir noch nie gefallen, aber... Ich nehme halt davon 5 raus. So. Und zwar gehen wir jetzt mal hier den Crafting Table. Habe ich gesehen, man kann den Pot weit auffüllen. So, ich schätze mal, dass es daran lag, dass ich Probleme dabei hatte. Was ich jetzt in der Zwischenzeit mal mache. Das hat doch Hinterfühlbuff gegeben, oder? Birth of the Goddess, was brauche ich denn nochmal? War das Oak? Moment, jetzt bin ich gerade verwirrt. Achso, das war jetzt nicht hinterfühl besser, sondern Xeld of the Round 1. Aber auch dafür brauche ich Oak Saplings. Okay, alles kein Ding. Ich bin nämlich gerade auch ein bisschen zu faul hier ein paar... Also, ich habe nur ganz nicht darum, Bäume zu fällen und auf Setzlinge zu warten, deswegen noch mal... 387 hoch 12. Alter, ich habe echt viele Tricks drauf. Nehmen mal hier so ein bisschen Bone Meal. Pushen das hoch. Und hallo, Woodcutter. Schön, dass du da bist. Ja, das hat er schon wieder ein paar gegeben. Machen dann hallo, Woodcutter. Na? Kommst du? Also fährst du los? Ich glaube ganz ehrlich, bei diesem Baumstamm wäre das Solar Engine Schwachsinn gewesen. Ich weiß, überlegen, ob ich eine Solar Engine drauf klatschen soll. Machen wir den mal groß und ja, das wollte ich. Ach, das egal. Hoffen wir mal, dass da jetzt was rauskommt. Einmal kurz alle die Däumchen drücken. Ich bezweifle zwar, dass da was rauskommt. Ich wusste es. Umgekehrte Psychologie. Ich habe es einfach herbeigesucht, sehend. So. Excel of the Horned One haben wir. Und was wir vielleicht mal machen sollten... ist von den ganzen wir sollten mal hier ein Feld anlegen mit den ganzen Botania Seeds. Ja, so wollte ich das. So, schauen wir gerade, ob ich hier zufälligerweise einen finde, weil wir haben schon 2 3. Ja, da geht noch was. Also das sind Seeds. Ich hab's aber verwendet. Hä, was hast du denn da jetzt aufgehoben? Weil es sind seit der neuesten Version von Witchery noch ein paar neue Seeds da
zwei gekommen, und zwar einmal Garlic, also Knoblauch, und Wolfsbane. Oder kann man die irgendwie herstellen? Sunflower Seeds, Turnip, ja, das wollen wir alles nicht. Snowball braucht man noch, Wurmwurz, Wolfsbane. Ja, okay, die kann man herstellen, aber das ist auch eine andere Geschichte. Ach, das wird so gut. Ich habe mich gerade gewundert, aber da war ja was, Serverumzug und so. Da haben wir schon was Neues. Knoblauch, also Garlic. Jetzt brauchen wir nur noch zwei Seeds und wir haben es. Na, dann tun wir die schon mal hier rein. Versuch was wert. Dann hole ich mal gerade eine Höhe. Eine Höhe. Haben wir aber doch bestimmt hier. Das ist jetzt Dörf, denn hier ist keine Höhe. Nochmal. Soll ich gierig sein? Nein, ich mache keine Dia-Höhe. Das reicht vollkommen aus. Okay, ach, hier sind sogar Snowball Seeds. Und hier haben wir noch Water Artischock. Okay. Water Artischock wollte ich unten am Fluss anpflanzen. Also was ich damit meine, seht ihr jetzt gleich, für die, die es nicht wissen. Die Water Artischocke, die wird nicht hier wie gewohnt auf Farmland angepflanzt, sondern auf Wasser. Die können wir mal da lassen, dann haben wir so eine ganz, ganz kleine Reserve. Und den Rest pflanze ich mal hier an. Oh, die ist jetzt schon gewachsen. Das ging schnell. Ja, noch ein Stück und nö. Oh. Cool. Na ja, gut. Ha? Wolfsbane Seed, yay! Alle Seeds von Witchery, die ich schon erhalten kann. Ich habe mich mal ganz schnell korrigiert. Ich glaube, es könnte sein, dass da noch ein paar mehr Seeds sind. So. Ja, das ist jetzt nicht die spannendste Arbeit und ich weiß auch wieder nicht, was ich sagen soll. Das ist, glaube ich, immer noch mein Problem beim Let's Playen. Ich habe manchmal wirklich so Phasen, wo ich nicht wirklich rede. Aber das ist auch, finde ich, gar nicht so einfach, dauerhaft sowas zu haben, worüber du reden kannst. Ich glaube, darüber habe ich schon mal gesprochen. Aber komm, das sollte eigentlich uns Noble Seeds reichen. Mach mal zwei, drei. Oder drei sogar Mandrake. Oh, Mandrake wird mir noch sowas von auf die Eier gehen. Wer es kennt, wird wissen, was ich meine. Machen wir noch zwei Reihen Belladonna. Und Wolfsbane. Und was ich auch noch anpflanzen möchte, ist Garlic. Pflanz mal hier an. So, dann nehmen wir jetzt mal hier was. Bone Meal. Mach mal einen Draht hoch. Und da haben wir es schon. Das Ungetüm der Hölle. Jetzt im Ernst, diese Mandraten können einem so derbe auf die Nerven gehen. Das ist krass. Weil jedes Mal, wenn so eine Mandrake kommt, kriegt ihr sofort diesen wunderbaren Nausea. Also diesen Übelkeitseffekt mit. Aber gut. Wir brauchen noch ein. Alter, haben wir hier eine Legebatterie. Wir brauchen auf jeden Fall noch hier von eins.
Und dann schauen wir mal, ob das dieses Mal klappt. Wir brauchen eine Matrake, Exhale of the Horned One und ein Ei. Das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Ja. Es hat geklappt! Jetzt weiß ich, wo das das Problem war. Gut, damit haben wir jetzt den ersten Schritt in Witchery abgeschlossen. Und was können wir mit Mutantis machen? Wir können hier zum Beispiel so zu einem Gras gehen, Rechtsklick drauf machen. Und wir haben einen Orc-Zeppling, den nehme ich mit. Ein Fern. Einen Woven-Zeppling. Das ist ein wichtiger Zeppling bei, wollte ich schon fast sagen, Botania, bei Witchery. Alter, jetzt habe ich Glück. Ich brauche eine Schere. Habe ich eine dabei? Ich brauche ganz, ganz schnell eine Schere. Spanish Moss ist so ziemlich eins der wichtigsten Zutaten, oder gesagt der seltensten. Das ist krass, dass ich das so schnell schon finde. Das lasse ich auf jeden Fall am Baum hier wachsen. Alter, da habe ich jetzt aber echt Glück. Ja komm, einmal haben wir jetzt. Ah, und Dandelion. So, Spanish Moss schaue ich mal ganz kurz drauf. Damit kann man so eine Puppe machen. Oder Spanish Moss Cover im Ernst. So, die Puppe kann folgendes. Man kann eine, so Protection Puppets machen. So eine Earth Protection Puppet oder Water, Hunger, Feuer. Eine Voodoo Protection Puppet. Eine Puppet Protection Puppet. Eine Voodoo Puppe. Oh, da habe ich mir schon was Lustiges überlegt. Eine Tool Protection Puppet. Eine Dash Protection Puppet. Eine Armor Protection Puppet und so weiter. Ja, dann hier noch eine Vampiric Puppet. Und dann kann man auch einen Alluring Skull machen. Oder einen Alluring Skull, ja super. Das wollte ich wissen. So, das Spanish Moss klatschen wir jetzt mal hier ran. Oh, jetzt kommt hier aber. Okay. Den Woven Zeppling, den will ich mal gerade aufstellen. Und mal hochpushen. Und dann auch direkt wieder fällen. Ach, ich hatte eine Höhe. Eine Höhe im Inventar. Und das ist direkt der nächste, sehr schön. Der fand sich auch direkt auf. Weil ich will sofort die Zeppelins mindestens einen zweiten haben. Dass ich das sicher habe. Na, ist da was. Ist da gerade was gefallen? Oder? Nö. Ja, hier sind die nächste Mandrake am Wachsen. Aber das Wovenwood, das können wir mal hier zutun. Und nochmal hier die restlichen Seeds. Ja, jetzt könnte. Da ist noch einer. Sehr schön. Das ich haben wollen, so gehabt haben. Oder so ähnlich. Komm, machen wir den auch nochmal groß. Und fällen den einmal. Ah, da ist wohl schon direkt der nächste wieder. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt gleich auf jeden Fall noch eine Runde Mutandis. Aber vorher lege ich mich einmal kurz knacken. Ups, zu dem wollte ich werden. Was ich mal gerade machen kann. So, das ist. Ah, okay. Kann man glaube ich nicht rausnehmen. Wollte ich mal gerade entfernen, weil das ein bisschen. Alter, wie schnell ist es dunkel geworden? Wir haben doch schon. Ich bin schon eine Stunde am Aufnehmen? Alter. Mal was futtern.
Oh, hier ist auch einiges drin. Ob ich das überlebe? Ja, easy. Aber auch wieder genial und typisch Dodge. Ob ich das überlebe? Erstmal runterfallen. Hi. Danke. Ich will gerade nochmal versuchen, so ein bisschen was rauszukitzeln. Ja, da pflanzen wir hier noch ein paar Rowan Trees an. Sehr schön. Doof. Komm. Ihr wollt bestimmt in die Freiheit, oder? Freiheit! Okay. Komm, machen wir mal das gerade weg. Das sieht ja schlimm aus. So. Ich bin gerade überlegen, ob ich noch ein paar Oak Saplings farmen soll. Ist, glaube ich, besser. Ja, mache ich jetzt auch. Ich hau jetzt erstmal hier noch das Holz rein. Mach dann hier einmal dicht. Spawn kann ja jetzt eh nichts mehr dank der Magnum Torch. Oh, endlich. Gut. Nein, das wollte ich so haben. Im Ernst. Hier ist so genug Platz. Aber auch alles kein Ding. Wir haben ja ein paar Knochen gesammelt. Und wenn nicht, weiß ich, wo es auch noch jede Menge Knochen gibt. Ja, da muss ich jetzt auch extra mal die Segment für. Ich will nämlich mehr Bone Meal draus haben. Also da bin ich gierig. Dann fände ich jetzt einfach nochmal bis zum Ende der Folge. Noch ein paar Oak Trees. Und dann fangen wir mal ein bisschen mit Witchery jetzt an. Was kann man aus dem Rovenwood eigentlich alles machen? Okay. Wooden Spikes. Okay, auch nicht schlecht. Einen Coffin, einen Sarg. Der sieht ja mal geil aus. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich mir sowas von machen werde. Oh, ich weiß, was ich Trivo oder sowas von auf dem Server machen werde. Oh, das wird eine geile Aktion von mir. Ja, da muss ich mal wieder ein bisschen den Mongo raushauen lassen. Machen wir hier nochmal zu futtern. Na, komm schon, gib, 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 gib. Danke. Ich habe gerade gedacht, hier wäre ein Zombie. Ich habe das Geräusch von einem Zombie gehört. Natürlich, erst das Baumilon und der ist groß. Ah, hier ist sogar noch ein Rune Sapling. Dann mache ich hier nochmal einen groß. Oder ist der gerade nicht groß geworden, weil ich im Weg stand? Das kann natürlich auch sein. Mann, irgendwie fehlt mir das. Ich weiß nicht, durch den Baum fehlt mir wirklich das Sonnenlicht. Also. Okay. Ist okay, ich frage jetzt mal nicht, wieso da gerade ein Setzling gefallen ist. Also so eine Pflanze hingekommen ist. Ich weiß nicht, irgendwie klingt das komisch, aber es fällt schon, finde ich, beim Spielen auf, dass die Sonne weg ist.
Muss ich meinen Bruder fragen, ob der das auch so sieht. Weil das ist ja auch ein wirkliches Monsterteil, was wir hier gezüchtet haben. Ah, ist hier noch ein Setzling irgendwo? Jetzt wünsche ich mir hier von Attack of the B-Team hier, dass die Lobsäure relativ schnell verschwindet. Das war ein cooler Mod und noch verdammt hilfreich. Oh, ich will auch nicht wissen, was passiert, wenn ich jetzt die Woche über weg bin. Ah, schade. Hier aus den Roven-Zeppling kriegen wir, wenn wir es im Witch's Oven verbrennen, Riff of Magic, falls es jemand interessiert. Ich wollte jetzt mal ganz schnell hier abwarten, bis hier zumindest ein, nicht hinter Rebirth Exiles of the Horn One haben, damit wir nochmal Mutantis machen können. Und offiziell können wir dann eigentlich in der nächsten Folge schon weitermachen bei Witchery. Oh, da haben wir es schon. Ja, komm, dann machen wir nochmal eine Mandrake, werde ich. Und ich hab doch die Taschen jetzt so voll scheiße, ich werde zu Trivolo. Oh ja, Obsidian haben wir jetzt einiges. Lass mal jetzt einmal verlaufen und ist gut. Hallo Legebatterie. Ich nehme mal hier so ein 16er Stack Eier raus. Danke für deine Produktion. Irgendwann kriegst du mal was zu futtern. Nein, kriegt er nicht. Okay, jetzt haben wir wieder 4 Setzlinge. Komm. Sind wir wenigstens nachhaltig? Oh, 5 sogar. Ja, wir machen jetzt hier uns einen kleinen Wald. Das ist für Witchery, finde ich, Pflicht. Okay. Dann zeige ich jetzt mal, was ich gelernt habe. Wasser, Wasser und nochmal Wasser. Mandrake, Exhale of the Haunt One und ein Ei. Die Eier und die Wood Ash können weg. Lustige Effekte, bla bla bla, Magie, Magie, Magie. Mutantis. Gut, damit haben wir es wieder. Und ich würde sagen, das reicht für eine weitere Folge. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.